Grunz, Grunz, Grunz. Widdel, Widdel, Widdel. Süß. Ihr seid süß. Und auf geht's. Und in Orangensaft schmeckt das Ganze ganz gut, weil das ist echt so ein bisschen so bitter. So. Bah. Bäh. Ekelhaft. Du Kasper, na komm. Man merkt, du kommst vom Training, bist nur aufgedreht. Jetzt soll ich mir boxen. Ah, ja. Okay. Wir haben nämlich jetzt in Düsseldorf das Birdies entdeckt. Seit wie lange gehen wir jetzt? In 2 Wochen? Ja. Und weil wir haben das gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir haben die ganze Zeit immer nur gesagt so, oh Köln, wir vermissen Köln, weil das Essen, das gesunde, vegane oder auch pflanzliche Essen generell ist da viel mehr, viel besser. Das wir dann nochmal gegoogelt haben und dann das Birdies entdeckt haben. Und seitdem gehen wir hier fast jeden Tag hin, ne? Nicht mehr Starbucks oder Coffee Fellow, sondern tatsächlich ins Birdies, weil man hier alles bekommt. Das ist keine Werbung oder so für den Store. Das ist halt noch nicht. Das ist halt einfach genial. Und es gibt insgesamt 2 jetzt hier, ne? Toulouse Allee und hier. Genau, und bald in der Altstadt. Bagelstraße und bald in der Altstadt, genau. Hallo. Ja. Dankeschön. Du nimmst wieder wahrscheinlich das Nussporridge, ne? Oh, wee, wee, wee. Wee, 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 wee. Und ich bestelle mir jetzt erstmal ein Kotelett. Natürlich nicht. Kamera zumachen hier. Sauber machen. So. Die trinke ich hier seit 2 Tagen. Die ist richtig, richtig lecker. Man schmeckt hier richtig die Rose raus. Da kann die Bio-Limonade oder die wir da aus dem Basic, ne, Bioladen haben, kann die gar einpacken. Die ist wirklich nice. Erdbeeren, Bananen. Genau. Erdbeeren, Bananen, Peanut Butter, Porridge. Nüsse logischerweise. Nüsse sind da drin, genau. So, der Patrick fährt mich jetzt auf die Kühe. Ich gehe ein bisschen was einkaufen. Zu Zara gehen wir jetzt gleich zusammen. Und ich wollte noch zu Hunkemöller gehen, was zum Schlafen, was Vernünftiges holen, weil ich habe im Moment nur ausgeranzte Hosen nachts zum Schlafen, die ich irgendwie vom Patrick anziehe und ausgelassene T-Shirts und nee, geht ja nicht so weiter. Und deswegen muss man vielleicht holen und mal wegen ein paar schickeren Hosen gucken. Und der werte Herr geht gleich zum Privattraining um 18 Uhr. Petrovic, wie heißt der? Petric. Verwechsel den Namen. Und dann kommt er mich abholen und dann fahren wir nach Hause und kochen was zusammen. So, nee, mal wirklich jetzt Spaß. Wir gehen hier unten lang, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ne? Patrick ist jetzt weg. Ich schlafe teilweise wie ein Schlunz, ne? Und das geht einfach nicht. Ich kann nicht tagsüber hui und dann abends oder im Bettchen oder wenn man zu Hause ist, so rumgammeln. Ne? In so einem Ausgelatschen, das ist einfach scheiße. Muss man sich auch nicht wundern, wenn irgendwann der Mann keinen Bock mehr auf einen hat, ne? So. Und deswegen, das gehe ich an. Ich weiß es allerdings nicht. Wo müssen wir lang? Ach hier, genau, so. Und gucken wir mal nach einer nicht sexy, damit sie unbequem ist, sondern einfach eine bequeme Nachtwäsche, die auch noch relativ gut aussieht. Ihr wisst, was ich meine. Weil in so Negligé und sowas penne ich auch nicht, ey. Da hat man ja gar keinen Bock drauf als Frau, so. Also ich als Frau zumindest. Deswegen gucken wir uns jetzt mal um, was es so gibt, ne? Weil das Ding ist, aus Seide und so ist das schon ziemlich geil, weil Seide halt gut ist gegen Falten und so und gegen knittrige Haut, aber es ist halt einfach für mich nicht bequem, ne? Also ich finde es einfach sau unbequem. Ich stehe dann eher tatsächlich so auf Baumwolle, die gute alte Baumwolle.
Es ist so schwer. Zara wird auch immer ramschiger, Leute, ne? Also, so Spaß beiseite. Ich weiß ja, dass viele von euch genauso sind wie ich und viel lesen. Ey, ich muss eigentlich nur so viele Bücher lesen. Ich habe noch vom letzten Jahr Weihnachten 2 Bücher, die ich Weihnachten lesen muss. Ich muss dieses Jahr echt früher anfangen mit Lesen. Weihnachtsgeschichten bzw. Herbstgeschichten. Ne? Ich bin da echt letztes Jahr nicht hinterhergekommen, aber trotzdem könnte ich mich totkaufen, immer noch ein Bücher. Ich habe von Michelle Obama, ich sehe gerade Michelle Obama da unten, das Buch auch noch nicht gelesen. Das habe ich auch noch in meinem Stapel. Bevor wir in die Esoterik-Ecke gehen, gehen wir erstmal zu meiner Ecke. Weil das immer noch komisch ist, sein eigenes Buch hier zu sehen. Das ist immer wieder komisch, ne, Freunde? Das eigene Buch in den Händen zu halten. Es ist einfach strange. Ich bin so stolz und so happy, was das angeht. Passt perfekt neben die Wolfsfrau. Ach, Freunde, das tut immer wieder gut, weil das hätte ich niemals im Leben erwartet, dass ich jemals ein Buch in der Bücherei stehen habe, irgendwie in der Buchhandlung. So, das sind die Räucherstäbchen. Ich brauche wieder neue. Meine sind leer und da gab es ganz tolle. Oh, die sind leer. Von Holy Smokes. Die haben so gut gerochen. Oh, Mist. Und ich müsste mir eigentlich auch mal so einen Yoga-Sitz holen, ne? Die sind total teuer. Auch auf Amazon sind die total teuer. Kosten nämlich 40 Euro. Hm. Bin ich zu geizig für, ne? Aber für andere Sachen gebe ich immer so viel aus. Was haben wir denn hier? Seelenfrieden, Stille. Ja, ich glaube, das wird mal Zeit, ne? Oder? Ich habe ja auch noch andere, aber... Die sind nicht so schön wie die einen gewesen. Egal, ich nehme jetzt die. Und genau, das hier habe ich übrigens. Ne? Was ist richtig gut, das habe ich in meiner Tasche hier auch dabei tatsächlich. Und schreibt auch immer rein von Lara Marlina Seiler. Die habe ich euch ja eh schon vorgestellt, die Zeitung von ihr. Die sind richtig, richtig gut. Kann ich echt empfehlen. Ich verlinke euch auch unten nochmal alles in der Infobox. Das lese ich gerade von ihr. Das habe ich als Hörbuch angemacht, aber ich bin kein Mensch für Hörbücher. Ich krieg's nicht hin. Ich schlafe dabei ein und muss dabei irgendwie was tun, ey. Geht mir total auf die Nerven. So, das lese ich auch gerade. Da bin ich auch gerade dabei. Das ist bisher nicht schlecht. Und das hier ist neu, ne? Weil das habe ich letztens nicht gesehen, als ich das Buch gekauft habe. Ah doch, gut, das war nicht so ein... Ah, okay, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Voll schön. Mit dem Mondleben und das ist so eine Anleitung, weil das fehlt mir so ein bisschen in dem Moonology. Das ist nicht schlecht. Was kostet das dann? 18 Euro? Das ist ja geil. Okay, das muss ich haben, glaube ich. Natur- und Mondrhythmen. Persönliche Gesundheit. Das klingt auch nicht schlecht, ne? Umgang mit Heilkunden, Haut und Haar. Hautausschläge. Ich brauchte eher gerade so ein bisschen was für Panik- und Angststörung. Aber da bin ich ja auch relativ gut weit gekommen. Aber das interessiert mich. Aber oh, ich habe schon so viel jetzt gerade. Ich bin gerade hinuntergerissen. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal und lese erstmal das Monologie zu Ende. Das ist genau. Und dann mache ich danach das. Genau so machen wir das. Was haben wir denn hier noch? Die habe ich fast alle schon gelesen. The Secret. Ja. Tolle Bücher, ne? Oschos habe ich ja auch alle gelesen eigentlich.
Kann ich auch alle schlichtweg empfehlen. Dann Gespräche mit Gott, wisst ihr ja. Das war ja mit das beste Buch, was ich gelesen habe. Richtig, richtig gut. Eckhart Tolle hat jetzt ein Journal aufgemacht. Okay, na gut. Ja, so, dann bleibt es jetzt, glaube ich, erstmal bei den Räucherstäbchen, weil die habe ich dringend gebraucht. Alles andere brauche ich nicht dringend. So, Mundschutz wieder auf. Der Ton ist nicht so gut wegen meinem Mundschutz. Und dann gehen wir mal zahlen. Hochzeitsbuch. Das müsste ich mir eigentlich auch mal langsam zulegen, ne? Wie man das macht und das alles. Habt ihr da Tipps? Das wäre richtig cool, wenn ihr mir da Tipps schicken könntet von Büchern, die euch geholfen haben, über Hochzeit alles zu planen und drüber alles zu wissen. Das wäre richtig cool, wenn ihr mir da was in die Kommentare schreibt oder mir auf Instagram DM schickt. Mein Instagram ist _Yvonne_. Das wäre richtig cool, weil das muss ich ja auch langsam in Angriff nehmen, ne? Wedding World. Hochzeitsbuch heiraten. Ja, das mache ich dann, das lese ich, fange ich dann danach an zu lesen. Ja, das wäre cool, wenn mir auf jeden Fall, wenn ihr mir dann da so ein paar Tipps schicken würdet. Das wäre ganz lieb von euch. Und nochmal, weil es so schön ist, mein Buch. So, jetzt zahlen wir aber. Männer. So, ich habe mich jetzt entschieden. Übrigens bin ich ja, wie ihr seht, unmissverständlich. Ich bin ja schon zu Hause, weil ich bin nicht mehr zum Zara gegangen auf der Kö, weil das Wetter ist einfach, ich zeige es euch, für den Arsch. Und deswegen bin ich nach Hause. Ich habe aber Schlafsachen gefunden, einen Hosen, ein Oberteil, das zeige ich euch gleich. Komm, wir gehen wieder hier lang. Einmal von Calvin Klein so ein Oberteil, so ein Shirt aus reiner Baumwolle und eine Hose von Marco Polo. Zeige ich euch gleich, das habe ich auf jeden Fall gefunden. Und dann geht's heim, ein bisschen sauber machen die Wohnung, also ein bisschen aufräumen und dann wird gekocht. Jui! Ja, ist nur der Wind. Komm! Die ist immer noch heiß. Komm! Und der hängt an ihr. Komm, Pippi, du auch. Püppchen, komm. Der hängt an ihrem Hintern. Ein räudiger, richtig räudiger Hund. Wirklich. Ja. Na, geht rein. Ja. Grunz, grunz, grunz. Wedel, wedel, wedel. Süß. Ihr seid süß. So, also, einmal ein Oberteil, das fühlt sich richtig gut an, das ist eine richtig tolle Qualität. Fly, wirklich? Geh runter von ihr! Ist ja furchtbar. Das ist so, das steht, das ist zwar vorne groß drauf, was mich ein bisschen stört, aber das ist ja eh zum Schlafen. Und das ist über die Hüfte lang, also richtig toll, das ist richtig schön weich. Und das lag bei 35,95, also ist völlig in Ordnung. Und dann habe ich eine Hose. Leider gab es dazu halt das passende Shirt nicht mehr. Sonst hätte ich es natürlich gekauft. Aber das gab es nicht mehr. Und zwar so eine Baumwollleinenhose. So. Die man vorne so zumacht mit einem Schleifchen. Von Marco Polo. Die hat so eine. Könnt ihr das sehen? Das ist ein ganz leichter. Moment, ich mach mal Zoom mal. So. So ein Stoff, bestimmt richtig bequem zum Schlafen, vor allem damit ja so eine Schleife. Und die war im Sale tatsächlich, die hat ursprünglich 50 Euro gekostet, 49,95. Oh, Fly, lass das. Und es ist auf 24,99, auch genau in meiner Größe da, Größe S in Hosen. Ja, das habe ich zusammen geholt. Als Set zum Schlafen, ist auch das gleiche Weiß, deswegen das hat gepasst. So, also war ich halbwegs erfolgreich. Was Gemütliches, aber mal was Neues und was Schönes. Jetzt muss ich der Kleine das Höschen wieder anziehen, weil das ist die Hose, weil er sie halt immer rammelt und man kann nicht immer jede Sekunde da bleiben. Und ich mache euch mal wieder scharf hier. So. Und dann koche ich Reis, Bowl mit was Frischem, Salat und Gemüse. So, heute gibt es wieder Bowl. Patrick hatte nämlich gestern eine ganz tolle Idee. Und das hat echt gut geschmeckt mit Teriyaki-Soße. Ich zeig die euch mal.
Moment. So. Die hier. Die ist richtig lecker. Wo hast du die geholt? Im Bioladen her, ne? Im Rewe an der Sushi-Bar. Im Rewe an der Sushi-Bar. Die schmeckt wirklich richtig gut. Wie bei so Bowls mit Teriyaki aus dem... Hier, das liegt da unten, weil immer unser Kühlschrank im Moment ein bisschen Wasser ausdunstet. Ja, also die ist wirklich richtig lecker. Die machen wir heute wieder. Gestern hatten wir aber zu wenig Reis. Jetzt... Wir hatten nur gestern eine genommen. Jetzt nehmen wir zwei. Ey, ist der Topf gespült gewesen eigentlich? Egal. Ist ja auch nur Reis in der Tüte jetzt. Ist auch egal. Ja, und hier sieht es aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Dazu gibt es Paprika von gestern, noch eine Gurke. Zwiebel. Genau, Zwiebeln. Die ist nicht mehr gut. Nein, die ist nicht mehr gut. Die kannst du wegschmeißen, bitte. Und ja, die ist gut. So, das wird hier Schnitten. Ich nehme jetzt noch kurz meine Vitamine. Ich schiebe mir im Moment ein paar Panik- und Angst- und Depressionsschübe. Und deswegen nehme ich im Moment tatsächlich viele Nahrungsergänzungsmittel. Dazu gehört unter anderem, was gut gegen Depris ist. Wobei ich wirklich ja nicht depressiv bin, aber ich bin nun halt depressiv. Glycin nehme ich im Moment. B12 gegen die Müdigkeit. Vitamin D gegen die Müdigkeit. Jod und Folsäuren nehme ich. Selen nehme ich. Das muss ich neu bestellen. Das ist Q10, das nehme ich. Die beiden nehme ich auch, aber das ist jetzt nicht speziell für meine Krankheit. Und Magnesium, Kalzium und Zink nehme ich. Und morgens auf leeren Magen nehme ich Probiotika von MyBox. Und das ist das Vitamin C, was ich nehme. So. Und zwischendurch noch ein paar B-Vitamine, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht viel Grünes oder Salat an einem Tag gegessen habe. Was machst du da? Nichts. Was war das? Tanz doch nochmal. Nein. Nein. So. Hast du dein B12 schon genommen? Du isst auch kein Fleisch. Nein. Ja. So, das nehme ich jetzt. Glycin kann ich auch noch ein bisschen reinballern eigentlich, oder? Kann ich auch nichts. Das ist eine Aminosäure, die macht auch nichts. Sondern ganz im Gegenteil. Die fehlt halt oft bei depressiven Menschen. Kann man auch nachgoogeln. So. Dann fangen wir mal an zu schnibbeln. Du Kasper, na komm. Ja, komm. Ist wieder Schläger? Ja. Komm. Man merkt, du kommst vom Training ein bisschen aufgedreht. Ich jetzt schon wie mir boxen. Ah, ja. Okay. Ist okay jetzt dann so? Jetzt. Ah ja. So. Hier, du hast die Falafel vergessen. Ja, die Falafel mache ich auch. Und ihr kriegt jetzt Hühnchen, ne? Weil hier, er hier, die Bumsbirne, die hat absoluten Sprühsamenalarm. Seit einer Woche, das ist aber schon untersucht worden, das ist nichts Schlimmes, aber der kriegt einfach jetzt immer Huhn. Und weil sie das natürlich dann auch will, kriegt sie jetzt auch Huhn. So, eine Woche lang. Das ist der einzige Chihuahua, der mit dem Schwänzchen will, wenn man ihn an eine Rute zieht. Du. Ja. Du. Du. Fleischchen, du. Du. Ja. Nochmal du. Du kleiner Kasper. Kommt hiervon. Man soll ja eigentlich nicht so viel, aber ich bin ja krank. Doppelte Dosis. Schwupp. Und auf geht's. Und in Orangensaft schmeckt das Ganze ganz gut, weil das ist echt so ein bisschen so bitter. So. Bah. Bäh. Ekelhaft. Aber das rein muss noch rein, ne, Freunde Anna. So, das ist der Abschlussspaziergang. Jetzt. Komm mal hier. Geh nur zum Wasser. Ist ja nicht fertig, die Runde. Die mache ich immer so spät, so wie jetzt so gegen eins. Und dann nochmal morgens um vier, bevor ich mich ins Bett lege, weil die, wenn der Patak ja nicht da ist, die sonst ja erst wieder am Vormittag, Mittag mit mir rausgehen. Deswegen ist ja bei uns ist der allgemeine Rhythmus ja ein bisschen nach hinten verschoben. Aber meistens ist Patrick ja morgens, bevor er Training hat oder so, geht er mit den Hunden. Aber im Moment ist er in Holland viel und deswegen ist unser Rhythmus wieder. Komm,
nach hinten verschoben. Komm mal hier. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Okay, und hier rüber. Links. Hey, hier links. Hier rüber, wie immer. Komm. Voll fail. Komm. Ja, bravo. Na komm. Es ist so wunderschön hier. Ich liebe das wie in einem Märchengarten. Ich bin so dankbar, dass ich hier wohnen darf. Es ist unfassbar. Wie in einem Märchengarten. So sicher auch und so ruhig. Und oh, das ist echt wunderschön. Ich genieße den Moment jede Nacht. Aber ist meine Kamera richtig sauber? Ich guck mal gerade. So, Freunde, das ist Qualität. Viel besser. Guckt euch das an. Wie wunderschön das ist. Und dann gehen wir da gleich wieder zurück. Und dann geht's heim. Ins Heierbettchen. Dann fange ich meistens an, nachts kreativ zu arbeiten. Für die Firma. Und lese und mache meine Therapie. Ja, wir hoffen, euch hat der kleine Follow Me Around und What I Eat in the Day heute mal wieder gefallen. Ist mal wieder was anderes gewesen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben, aber ihr hattet mir ja die Wünsche geschrieben und deswegen dachte ich, mache ich das auch mal wieder. Lasst mir gerne eine Bewertung da, das würde mich sehr freuen. Und ja, ein Algorithmus-Kommentar wäre geil, wenn ihr einfach was kommentiert, um den Algorithmus zu stärken für meinen Kanal. Ich danke euch und dann bleibt gesund, hoffentlich bis zum nächsten Video, Freunde. Gute Nacht!